Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. In einem Kreis mit Zentrum O und Radius 3 werden das regelmäßige Innensechseck A, B, C, D, E, F und die Mitte M von dieser Seite BC angegeben. Gefragt wird die Öffnung des Winkels Phi, das heißt hier des Winkels A, M, E. Wir suchen also die Öffnung von diesem Winkel. Um den Winkel zu bestimmen, werden wir in diesem roten Dreieck A, M, E arbeiten. Dieses Dreieck ist nicht rechtwinklig, also dürfen wir nur die Regeln eines beliebigen Dreiecks anwenden. Wir werden hier die Kosinusregel anwenden und durch diese Regel werden wir anhand der drei Seitenlängen den Kosinus von Phi bestimmen. Also müssen wir zuerst die drei Seitenlängen berechnen. Zuerst die Seite AE. Um diese Länge AE zu berechnen, arbeiten wir in diesem Dreieck AFE, indem wir diese Seite kennen, das ist eine Seite des regelmäßigen Innensechseck, die genauso lang ist wie der Radius des Kreises. Also, diese Seite misst 3, diese hier auch, und der Winkel, den sie bilden, beträgt 120 Grad. Durch die Kosinusregel in dem Dreieck AFE finden wir also, dass AE im Quadrat gleich ist zu 3 im Quadrat plus 3 im Quadrat minus 2 mal 3 mal 3 mal Kosinus von diesem Winkel 120 Grad. Und da der Kosinus von 120 Grad minus 0,5 beträgt, haben wir sehr schnell das Quadrat von AE gefunden. Das ergibt 27. Die Länge AE ist also die Quadratwurzel von 27, das heißt 3 mal die Quadratwurzel von 3. Die Länge AE haben wir schon gefunden. Jetzt die Länge AM. Dazu arbeiten wir in diesem Dreieck ABM, indem wir wieder die Kosinusregel anwenden, denn wir kennen diese Seite AB, ihre Länge beträgt 3, wir kennen diese Seite BM, ihre Länge beträgt 1,5, weil M ja die Mitte dieser Strecke BC ist, und der Winkel, den diese zwei Seiten bilden, der beträgt 120 Grad. In dem Dreieck ABM ergibt die Kosinusregel also diese Rechnung. AM im Quadrat, das ist 3 im Quadrat plus 1,5 im Quadrat minus 2 mal 3 mal 1,5 mal Kosinus von 120 Grad. Und da der Kosinus von 120 Grad minus 0,5 ist, ergibt diese Rechnung hier sehr schnell 15,75. Die Länge von A bis M ist also die Quadratwurzel von 15,75 und das ist 3 Wurzel 7 geteilt durch 2. Bleibt nur noch diese Länge EM zu bestimmen. Dazu arbeiten wir in diesem Dreieck EMC und dieses Dreieck ist rechtwinklig. Warum? C ist ein Punkt der Kreislinie und wir verbinden C mit B und mit E, das heißt mit zwei Enden eines Durchmessers des Kreises. Und deshalb ist hier ein rechter Winkel. In diesem rechtwinkligen Dreieck dürfen wir also den Satz des Pythagoras anwenden, der besagt, die Hypotenuse EM im Quadrat ist gleich zur Summe der Quadrate der beiden Katheten EC und CM. EC, das ist von da bis da, EC ist genauso lang wie AE. Also ist EC Quadrat dasselbe wie AE Quadrat, das heißt 27. Daher diese 27. CM, das ist 1,5. Weil M ja die Mitte von BC ist, daher 1,5 im Quadrat.
und 27 plus 2,25, das macht 29,25. Also ist die Zahl EM selbst die Quadratwurzel von 29,25, das heißt 3 mal die Quadratwurzel von 13 geteilt durch 2. Somit haben wir also die Längen dieser drei Seiten vom roten Dreieck gefunden und werden hier jetzt die Cosinusregel in diesem Dreieck anwenden. Wir suchen den Cosinus von Phi, also beginnen wir die Cosinusregel mit der gegenüberliegenden Seitenlänge, also mit AE. Daher AE im Quadrat gleich AM im Quadrat plus EM im Quadrat, stimmt, minus 2 mal die Länge von AM mal die Länge von EM mal Cosinus des Winkels, den diese zwei Seiten bilden, also mal Cosinus von Phi. Aus dieser Gleichheit finden wir also sehr schnell, dass der Cosinus von Phi gleich ist zu AM im Quadrat plus EM im Quadrat minus AE im Quadrat. Diesen Term setzen wir links rüber und dann wird noch alles durch 2 mal AM mal EM geteilt. Wir kennen all diese Werte, denn AM im Quadrat, das ist 15,75. EM im Quadrat, das ist 29,25. AE im Quadrat, das ist diese 27. AM, das ist 3 Wurzel 7 geteilt durch 2. Und EM, das ist 3 Wurzel 13 geteilt durch 2. Also können wir hier überall diese Werte einsetzen und finden so, dass der Cosinus von Phi gleich zu dieser Zahl sein muss. Das geben wir dem Taschenrechner ein und mit der Funktion Cosinus hoch minus 1 findet der Taschenrechner sehr schnell, dass die gefragte Öffnung dieses Winkels Phi ungefähr 65,20872 Grad sein muss. Und die Aufgabe ist beendet.